So, dann herzlich willkommen. Guten Morgen, wollte ich gerade sagen, aber es ist eigentlich schon guter Nachmittag, also schönen Nachmittag. Wir waren beim letzten Mal in der Vorlesungseinheit zu Zerteilen, Suchen und Sortieren stehen geblieben, hatten da das Parsen selber ja besprochen, ein bisschen länger, als ich das eigentlich vorhatte, und dann noch das Suchen besprochen, also da die lineare Suche einfach durch ein Array durchzugehen, bis man die Zahl gefunden hat. Und das etwas schlauere Verfahren, wenn man schon etwas über die Daten weiß, in dem Kontext oder in dem Zusammenhang, dass man über die Daten schon weiß, dass sie sortiert sind, dann kann man auch ein schlaueres Suchverfahren verwenden, nämlich immer in der Mitte zerteilen, einen Bereich des Arrays und zu gucken, ist mein Element größer oder kleiner als das Gesuchte und dann entsprechend den Rest des Arrays oder der Datenstruktur wieder zu zerteilen und in dem jeweiligen Teil weiterzusuchen, die sogenannte binäre Suche. Genau, jetzt machen wir weiter beim Sortieren. Wenn ich meine Maus finde. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Bringen wir dann dahin. Genau, heute geht es also weiter beim Sortieren, also ein paar weiteren Algorithmen, die für typische Probleme, die Sie haben werden beim Programmieren, eben helfen können, wo man auch ein bisschen Überblick haben sollte, was gibt es da überhaupt für verschiedene Ansätze. Wir werden uns drei Sortierverfahren anschauen, nämlich Bubble Sort, Selection Sort und Insertion Sort. Das ist aber nicht alles, was es gibt. Es gibt auch noch zum Beispiel Quicksort und Merge-Sort, die sehr schnell sind, aber die man dann nicht so leicht erklären kann. Deswegen bleiben wir mal bei den etwas einfacheren. Bubble Sort ist ja wirklich eine einfache Art, ein gegebenes, wir nehmen jetzt mal an, Array von Zahlen, aber man kann sortieren natürlich verallgemeinern, zu sortieren. Also wir nehmen an, gegeben ist ein Array von Zahlen und gesucht ist das sortierte Array davon. Und bei Bubble Sort ist die Lösungsmethode, man überlegt sich hier auch, das Array besteht immer aus zwei Teilen. Man hat links den noch unsortierten Teil und rechts den sortierten Teil. Also das heißt, man arbeitet von der einen Seite zur anderen Seite durch. Am Anfang ist der schon sortierte Teil halt null, gar kein Element und alles ist unsortiert und dann arbeitet man sich durch das Array hindurch. Das heißt, man schaut sich jeweils das größte Element des linken Teils an, also sucht das größte Element des linken Teils und schiebt das dann an den linken Teil des schon sortierten rechten Teils. Also man nimmt sich den noch nicht sortierten Bereich des Arrays, sucht das größte Element und schiebt es dann eben an die Seite ran an den schon sortierten Teil. Und man schiebt es daran, indem man es einfach dahin tauscht. Also das Element, was da vorher war, wird dann zurückgetauscht. Hier die Implementierung dazu. Ich habe hier zwei Schleifen, dass ich nämlich einerseits diese Mitte, also diese Trennung zwischen dem schon sortierten und dem unsortierten Teil habe und dann andererseits in dem unsortierten Teil nochmal iteriere und dort jeweils das größte Element suche und eben hier dann jeweils vergleiche, ist mein aktuelles Element, wenn ich ihn jetzt hier mit dem, genau, ist mein aktuelles Element größer als das direkt daneben. Wenn ja, verschiebe ich das aktuelle Element eins weiter Richtung sortierten Teil und wenn nicht, mache ich an der Stelle nichts. Das auch am besten am Beispiel mal gezeigt, am Durchlauf, ähnlich wie wir das beim Suchen auch schon gemacht hatten. Wenn wir jetzt annehmen wollen, wir sortieren dieses Array 5, 6, 8, 9, 4, 7, dann würden wir immer entweder die Elemente nur vergleichen, wenn sie schon richtig rum sind, oder die Elemente vergleichen und tauschen. Beginnen wir mal hier vorne. Also das ganze Array ist im Moment noch unsortiert und wir beginnen hier am linken Rand, vergleichen diese beiden Elemente und sie sind schon in Ordnung. Das heißt, wir haben jetzt links schon ein sortiertes Array mit der Zahl 5. Wir vergleichen hier weiter und wenn wir dann mal zwei finden, die in der falschen Reihenfolge sozusagen stehen, dann tauschen wir die, vergleichen dann die nächsten beiden wieder. Und dann tauschen wir sie. Und jetzt habe ich es gerade verkehrt gesagt. Jetzt, wenn wir einmal so durchgelaufen sind, haben wir jetzt an der rechten Seite das schon sortierte Element, weil wir durch dieses immer wieder durchtauschen, das größte Element sozusagen nach rechts rausziehen. Genau, dann können wir das Ganze nochmal machen. Hier waren wir eben schon. Diese beiden sind jetzt verkehrt rum. Das heißt, wir tauschen die 8 nach rechts. Diese beiden sind verkehrt rum. Wir tauschen die 8 nach rechts. Und jetzt haben wir die eigentlich laut Algorithmus nur die letzten beiden Elemente schon sortiert. Hier jetzt gerade zufällig ist auch die 7 schon passend. Das bedeutet aber auch, wir vergleichen jetzt hier nochmal. Die beiden sind verkehrt, sind wieder richtig. Und wir sind aber jetzt eben nochmal in dem nächsten Durchlauf bis zu 7 durchgelaufen. Wir können sich das auch vorstellen, Bubble Sort, also wir haben es bei der 8 eben gesehen, dass im Prinzip ein großer Wert, der in dem noch unsortierten Teil ist,
durch dieses immer Vergleichen so nach oben babbelt, sagt man. Also wenn man sich das vorstellt, das sind Blasen und die größte Blase steigt als schnellstes auf und landet dann in dem sortierten Teil, setzt sich sozusagen oben auf dem Bier ab oder so. Deswegen babbelt es dort. Genau, diesmal ist die 5 und die 4 nicht mehr richtig rum. Das heißt, hier würde auch die 5 wieder 1 nach oben blubbern. Die beiden sind richtig rum. Und das Bubblesort ist jetzt nicht so schlau zu merken, dass es jetzt schon fertig ist, sondern vergleicht nochmal die 4 und die 5 und ist dann fertig. Also wie gesagt, die großen Zahlen blubbern so nach rechts durch, ist da die Idee. Genau, die Implementierung hatten wir uns gerade schon angeschaut. Und das ist eben ein recht einfaches Suchverfahren, was man sich gut erklären kann, was man gut nachvollziehen kann, auch an so einer Grafik, aber was jetzt nicht besonders, also einen schönen Namen hat und dieses Hochblubbern als Intuition hat, aber jetzt nicht besonders schnell oder in den meisten Fällen nicht besonders ratsam ist, dieses Verfahren zu benutzen. Also eher, um mal Suchverfahren zu vergleichen oder die auch theoretisch zu analysieren, ist es interessant, aber sonst eher nicht. Ich habe noch eine Animation. So sieht das dann auch, wenn man durch so ein Array durchgeht und rechts bildet sich eben dieser sortierte Teil und links blubbern die Werte nach oben oder unten. Genau, soviel zu Bubblesort. Nächste Suchverfahren wäre Selection Sort, auch da wieder gegeben. Ich habe ein Array von Zahlen, das unsortiert ist und ich hätte es gerne sortiert. Die Lösungsmethode auch hier wieder. Wir stellen uns vor, das Array besteht aus zwei Teilen. Ich habe diesmal links den schon sortierten Teil und rechts den noch unsortierten Teil. Kann es natürlich auch andersrum machen. Und hier gehe ich so vor, dass ich in jedem Schritt aus dem rechten noch unsortierten Teil das kleinste Element auswähle und an den linken Rand des rechten Teils tausche. Und damit dieses getauschte Element zu dem schon sortierten linken Teil gehört. Und ich glaube, das habe ich bei der Erklärung von Bubblesort gerade womöglich teilweise erklärt, aber jetzt haben wir es hier wirklich so. Genau, wie kann ich das implementieren? Hier ist einmal eine Hilfsmethode dargestellt, unten einen minimalen Index zu finden, also das Ganze jetzt mal aufzuteilen in zwei Methoden. Ich habe erstmal die Sortiermethode selber und iteriere über die Länge meines Arrays. Ich rufe dann meine Hilfsmethode auf, die mir in dem noch unsortierten Teil des Arrays das kleinste Element zurückliefert, also das sucht. Und wenn ich dieses kleinste Element gefunden habe, dann tausche ich es einfach nur noch. Und wie suche ich das kleinste Element in dem Array? Naja, da iteriere ich durch den Teil des Arrays, der jetzt noch für mich interessant ist. Und ja, merke mir eben, was ist das im Moment kleinste Element, was ich schon gefunden habe, das erste, und vergleiche dann alle anderen damit, ob die noch kleiner sind. Und wenn ich ein kleineres finde als das erste, dann wechsle ich das und merke mir dieses neu gefundene kleinste Element. Genau. Auch da, wie sieht das wieder grafisch aus? Gleiche Aufgabenstellung. Und hier sind eben die zwei Aktionen, die ich sozusagen immer nacheinander ausführe oder, wenn sie passen, ausführe, dass ich eben das kleinste Element rechts wähle und es tausche mit der Indexposition links. Also die Grenze zwischen meinem sortierten Teil und dem noch unsortierten Teil. Genau, los geht's mit I0. Das heißt, ich stehe hier jetzt noch ganz am Anfang. Der ganze rechte Teil ist unsortiert. Ich rufe diesen Min-Index auf und suche dann also in dem bisherigen Array das kleinste Element. Das ist die 4. Ich gehe also einmal durch das ganze Array durch und sage, was ist das kleinste? Das ist die 4. Und dann tausche ich die 4 mit meiner momentanen Indexposition, tausche sie also ganz an den linken Rand. Dann habe ich jetzt noch das schwarze unsortierte Array, suche da wieder das kleinste Element. Das ist die 5, tausche sie mit der 6. Genau, jetzt ist mein sortiertes Array schon ein bisschen länger geworden. Das unsortierte Array ist wieder das schwarze. Ich suche da nach dem minimalen Element, tausche es nach links und so weiter und so fort. Auch da merkt man nicht unbedingt, dass man schon fertig ist. Genau, die Implementierung hatte ich gerade schon gezeigt, wie das funktioniert hat. Und auch das Ganze nochmal als Animation hier. Zieht man sich, also ist nicht so viel Bewegung drin, sieht man, sondern man zieht sich halt immer das kleinste Element aus der bisherigen Menge noch heraus. Hier können Sie es im Video ja nochmal anschauen, wenn Sie möchten. Auf den PDF-Folien bewegt sich es natürlich nicht so schön. Genau, und schließlich das letzte Suchverfahren, Insertion Sort. Auch hier ein Array von Zahlen. Wir suchen das sortierte Array. Auch hier die Idee, wir haben zwei Teile des Arrays, links schon der schon sortierte Teil, rechts der noch unsortierte Teil. Und hier ist die Idee, dass wir das erste Element in dem unsortierten rechten Teil
einsortieren in den schon sortierten linken Teil. Also können Sie sich vielleicht jetzt schon vorstellen, da ist ein bisschen mehr verschieben, was da vor sich geht. Und das gerade getauschte Element gehört dann eben schon zum sortierten linken Teil. Okay, wie sieht das aus? Hier die Methode, also ich gehe in der äußeren Schleife eben einmal das durch das Array durch, das ist immer die Anfangsposition meines unsortierten Teils und füge dieses erste, also dieses nächste unsortierte Element in den vorhergehenden sortierten Teil ein. Und wie mache ich das, dieses Einfügen? Das mache ich so, dass ich immer, ja, so ein ähnliches Rückwärts-Bubble-Sort kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, also immer mit meinem oder das Element, was ich einsortieren will, so lange nach links tausche, bis es an der richtigen Stelle angekommen ist, weil der linke Teil ja eben schon sortiert ist. Genau. Wie geht das? Wieder am Beispiel, gleiche Daten. Ich wähle das Element ganz rechts, jetzt steht da das kleinste Element, und tausche es schrittweise nach links, bis es einsortiert ist. Das war am Anfang, passiert ja jetzt noch nicht besonders viel. Aber jetzt, also das kleinste Element im Sinne von das Element mit dem kleinsten Index hätten wir hier besser schreiben sollen. Also das Element hier tausche schrittweise nach links, bis es einsortiert ist. Hier ist es schon die 8 größer als die 6, deswegen bleibt sie da stehen. Wir müssen mal zu einem Punkt kommen, wo es interessant wird. Auch die 9 ist das nächste Element auf der rechten Seite. Hier sollte nächste und nicht kleinste stehen. Tausche schrittweise nach links, bis es einsortiert ist. Schon fertig. Jetzt wird es aber mal interessant. Das nächste Element auf der rechten Seite ist die 4. Und die tauschen wir jetzt schrittweise nach links, bis sie einsortiert ist. Das heißt, wir tauschen es mit der 9, wir tauschen es mit der 4, wir tauschen es mit der 6, wir tauschen es mit der 5. Und vielleicht nochmal so ein mittlerer Fall, die 7. Jetzt das nächste Element auf der rechten Seite. Wir tauschen es schrittweise nach links. 7 ist kleiner als 9, ist kleiner als 8, aber ist nicht kleiner als 6. Also sind wir jetzt an der Stelle fertig. Also hier ist es ein bisschen nett, dass es nicht immer stumpf bis zum Ende durchgeführt wird, sozusagen die ganze Sortiererei, sondern man hier gut merkt, wenn man schon fertig ist und nicht mehr weiter vergleichen muss. Genau, wegen der Zeit schauen wir uns das jetzt mal nicht an, aber ein kleiner Verweis, bei YouTube von der Arbeitsgruppe von Peter Sanders sind ja in einem Video sich Sortieralgorithmen sicht- und hörbar gemacht. Also da kann man das so als computergenerierten Sound sich anhören, was damit was verglichen wird. Hohe Zahlen mit niedrigen Zahlen sind mit hohen und niedrigen Tönen dargestellt. Okay, so viel dann nämlich auch schon zum Rest vom Zerteilen, Suchen und Sortieren. Und beim Sortieren ist es natürlich genauso. Als Informatiker sollten Sie wissen, was es für Sortierverfahren gibt. Das wird auch im weiteren Studium noch an einigen Stellen drankommen. Aber das heißt natürlich nicht unbedingt, dass Sie so ein Sortierverfahren auch immer für Ihr Programm selber implementieren müssen, sondern diese gibt es auch teilweise in der API. Was Sie aber dann später jetzt noch nicht unbedingt, aber später dann verstehen sollten, ist, welches Suchverfahren für welche Situation geeignet ist oder welches Sortierverfahren auch. Also was die Eigenschaften Ihrer Daten sind, sind die schon sortiert oder also würde man erwarten, dass sie schon ziemlich sortiert sind und nur einige nicht sortiert sind oder sind sie völlig zufällig, dann können eben unterschiedliche Suchverfahren unterschiedlich gut oder unterschiedlich performant im Erwartungswert sein. Genau, aber das dazu dann später im Studium mehr. Genau, dann geht es weiter mit einer Vorlesung, die ich auch beim letzten Mal eigentlich schon angekündigt hatte, die wir da aber nicht mehr geschafft haben, die aber, denke ich, für die Bearbeitung der Abschlussaufgaben für Sie sehr relevant sein kann und vielleicht auch, vielleicht finden Sie jetzt auch die ein oder andere Situation wieder, wo Sie bei den Übungsblättern davor standen, nämlich, dass Sie irgendwie einen Fehler in Ihrem Programmcode hatten und nicht wussten, wo dieser Fehler denn nun lag und versucht haben, diesen Fehler erstmal zu finden und das kann oftmals der schwierigste Teil sein und ihn dann auch noch zu beheben. Darum soll es heute gehen und ein bisschen am Ende dann auch noch zum Thema JUnit, was nämlich ein Test-Framework ist, was einem dabei helfen kann, Fehler zu finden. Genau, damit haben wir schon ziemlich viel gemacht. Wir sind immer noch bei der Methodik, gucken uns jetzt Debugging an. Das hatten Sie ja teilweise auch in den Tutorien schon besprochen, in anderer Art und Weise, aber soll hier eben auch für alle, weil es für die Abschlussaufgaben auch entsprechend wichtig ist, auch hier in der Vorlesung nochmal betrachtet werden. Lernziele sind, dass Sie durch systematische Analyse in Programmen Fehler finden können. Systematisch, das haben Sie vielleicht bis jetzt in den Übungszetteln noch nicht gemacht, werden Sie bei der Größe der Abschlussaufgaben aber dann gut gebrauchen können, auch systematisch rangehen zu können. Und dass Sie eben wissenschaftliche Methoden beim Debugging anwenden können, da werden wir dann noch sehen, was das genau bedeutet.
Dieses Bild hatten wir jetzt eigentlich auch, glaube ich, schon dreimal gezeigt, deswegen sage ich vielleicht nicht mehr dazu, aber es geht auch hier jetzt wieder um die Bugs in der Software, die Sie einbauen. Gibt da so diese Aussage dazu, wenn Debugging der Vorgang ist, Fehler einzubauen, dann ist Programmieren wohl der Fehler, der Vorgang, Fehler einzubauen. Nicht ganz, aber gut. Aber tatsächlich, das hatte ich ja auch schon mal motiviert, ist es eigentlich immer so, dass man in sein Programm irgendwelche Fehler einbaut. Oder hat jemand von Ihnen mal ein Übungsblatt, eine Aufgabe bearbeitet, außer vielleicht die ersten drei Übungsblätter, wo der erste Wurf gleich richtig war? Wahrscheinlich nicht. Und zumindest bei den Abschlussaufgaben werden Sie sicherlich irgendeinen Fehler erstmal reinbauen. So im Slang, sage ich mal, von Programmierern unterscheidet man auch zwei Arten von Bugs, nämlich die fiesen und die nicht so fiesen. Eisenbugs, da bezeichnet man, oder damit bezeichnet man Bugs, die, wenn man versucht, sie zu debuggen, dann wieder verschwinden und nur in der normalen Ausführung, zum Beispiel beim Kunden, auftreten. Das ist so ein Wortspiel mit dem Namen des Physikers Werner Heisenberg, der viele Beiträge zur Quantenmechanik gemacht hat. Und in der Quantenmechanik ist es ja auch so, dass ein System oder ein Phänomen dadurch, alleine dadurch, dass ich es beobachte, sich verändern kann. Und das ist, kommt dann beim Debuggen von Systemen manchmal auch so vor. Alleine dadurch, dass ich jetzt anfange zu debuggen, ist der Bug plötzlich wieder weg. Das ist unschön. Aber hoffentlich jetzt bei der Komplexität von Aufgaben, wie es bei den Abschlussaufgaben ist, nicht so häufig der Fall oder hoffentlich gar nicht. Was man dann so als normalen Bug bezeichnet, ein Bohr-Bug, ist ein deterministischer Bug, wo also wirklich die gleichen Eingaben, die ich zum Beispiel in einem Testfall habe, dann auch zuverlässig diesen Bug wieder aufrufen. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, das sollte ich noch sagen, warum dann so ein Heisenbug überhaupt auftreten kann. Wie kann das Programm bei gleichen Eingaben unterschiedlich mal einen Bug produzieren und mal nicht? Ein Beispiel, wie sowas passieren kann, ist Parallelität in meinem Programm. Also wenn ich ein Programm nicht nur, wie wir es bis jetzt hatten, als Sequenz von Anweisungen habe, sondern wenn ich zwischendurch mal mehrere Threads, so heißt es, mehrere Fäden, abspalte und parallel verarbeiten lasse, was sich auf heutigen Multicore-Rechnern anbietet, dann kann es sein, dass dadurch unterschiedliches Zeitverhalten mal unterschiedliche Reihenfolgen ergeben und dann ein Fehler also mal auftritt und mal nicht, als Beispiel. Genau, also diese beiden Begriffe und hier in der Vorlesung und hoffentlich bei den Übungsaufgaben sind Sie an Bohr-Bugs interessiert, aber falls es Ihnen mal so geht, dass Ihr Bug plötzlich weg ist, wenn Sie versuchen zu debuggen, dann denken Sie an den Begriff Eisenbug hier. Die Begrifflichkeiten hatten wir auch schon teilweise angeschaut, hier nochmal ein bisschen dichter. Ganz oben, der Fault ist der Fehler, den wir bei der Entwicklung machen und unten der Failure, das Versagen unseres Software-Systems dann im Betrieb oder zumindest oder auch schon im Test. Also irgendwas, ein Unterschied zum von der Software erwarteten Verhalten zur Laufzeit, Absturz, Ausfall oder eine Fehlermeldung, die Sie nicht haben wollten. Dazwischen kann man also noch einige Stufen unterscheiden. Man kann sagen, es gibt einen Defekt, das ist ein Begriff dafür, für einen Fehler, den man auch durch Testen gefunden hat, also für einen Fehler, der jetzt bekannt ist, nicht einfach nur irgendwo drinsteckt. Und ein Bug ist dann noch etwas oder ein solcher Defekt, der auch von den Entwicklern dieser Software anerkannt wurde. Und also hinsichtlich der Frage, was sind eigentlich die Anforderungen an meine Software, die Entwickler dann auch zugestehen, ja, das ist tatsächlich falsch. Das nennt man dann einen Bug. Und Bugs, Defects, Failures können Errors verursachen, das sind Zustände der Software, wo der eigentlich gewünschte Zustand der Software nicht mehr der ist oder der tatsächliche Zustand der Software nicht mehr der ist, der eigentlich gewünscht ist. Das kann dann zu einem Versagen der Software führen. Es kann aber auch sein, dass ein solcher Error intern vom Programm noch wieder abgefangen wird. Das sollte bei fehlertoleranter Software insbesondere dann auch der Fall sein. Also hier zu diesen verschiedenen Begrifflichkeiten. Genau, was ist dann Debugging, also die Bugs, diese Motten, die wir am Anfang gesehen haben, rausholen, entlausen, hatte ich mal gedacht, könnte man das auf Deutsch formulieren, aber vielleicht sagen wir lieber Debugging. Also Debugging ist, wie der Name der Vorlesung sagt, das Finden und Beheben von Fehlern und dabei ist das Finden und Verstehen des Fehlers oftmals der größte Teil des Aufwands. Wenn man erstmal verstanden hat, was man falsch gemacht hat, dann kann man es ja oftmals direkt korrigieren. Deswegen ist der Hauptaugenmerk hier auch gelegt auf dieses Finden von Fehlern und da eben sollen Sie mitnehmen, dass ein effizienter Programmierer durch den Einsatz wissenschaftlicher Methoden systematisch nach einem Fehler suchen kann oder einen Fehler debuggen kann, wohingegen ein ineffizienter Programmierer einfach irgendwie sucht und sich dann vielleicht auch wiederholt und Fehler vielleicht nicht so schnell zumindest findet. Und da sagt man, das ist ein wesentlicher Faktor für die unterschiedliche Produktivität von Softwareentwicklern. Dann haben wir gesagt, wissenschaftliche Methode, was heißt das?
Hier erstmal allgemein, was sind so die Schritte der klassischen wissenschaftlichen Methode, wenn ich vielleicht auch in der Physik oder in der Biologie, in der Chemie irgendwas erklären und untersuchen will? Würde ich erstmal Daten erfassen durch reproduzierbare Elemente, Experimente, Entschuldigung. Reproduzierbar ist hier ganz wichtig, also gerade wenn es auch Richtung Veröffentlichung von Ergebnissen geht, muss es auch möglich sein, dass andere diese Ergebnisse reproduzieren können, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Dann geht es darum, eine Hypothese zu formulieren, die diese oder mit diesen Daten arbeitet, sozusagen. Dann, also die versucht, irgendwas zu erklären. Dann überlegen wir uns ein Experiment, um diese Hypothese zu überprüfen. Wir überprüfen die Hypothese, indem wir dieses Experiment ausführen, also zum Beispiel einen Ball und eine Feder vom Eiffelturm, wollte ich gerade sagen, aber vom schiefen Turm in Pisa zu werfen. Und dann kann ich bei Bedarf das Experiment wiederholen oder weiterentwickeln mit einer verfeinerten Hypothese. Also je nachdem, was ich dann beobachte, was jetzt schneller ist, kann ich dann mir neue Experimente überlegen, um besser zu verstehen, was hier eigentlich gerade vor sich geht. So wissenschaftliche Methode zum Beispiel in der Physik oder zumindest früher so gewesen. Wie kann man das auf das Debuggen anwenden? Also ein bisschen, nicht eins zu eins vielleicht, aber so ungefähr. Beim Debugging geht es auch darum, erstmal diese Reproduzierbarkeit zu bekommen, das heißt, den Fehler zu stabilisieren. Also eine Situation zu bekommen, die reproduzierbar dazu führt, dass dieser Fehler, den ich einmal beobachtet habe, auch wieder auftritt. Und das passt gut zum Testen zusammen. Also ideal ist es, wenn Sie einen Testfall schreiben können, der eben immer diesen Fehler wieder produziert. Dann als nächstes würde man die Ursache des Fehlers finden wollen. Das ist, wie gesagt, gerade das Schwierige. Dazu schaut man sich an, welche Daten haben denn jetzt überhaupt zum Fehler geführt. Man analysiert diese Daten, also schaut sich sie genauer an, platt gesagt. Man formuliert dann, und das ist da wieder das Analog zur wissenschaftlichen Methode, man formuliert dann eine Hypothese über den Defekt. Zum Beispiel, dass in den Daten, die zum Fehler geführt haben, vielleicht eine negative Zahl dabei war. Also angenommen, meine Methode nimmt 5 Parameter und in meinem Fehlerfall war eine davon negativ. Und könnte das eine Hypothese sein, dass vielleicht negative Zahlen irgendwie ein Problem sind? Wo auch immer genau. Und dann überlegt man sich eine Methode zur Überprüfung der Hypothese. Das kann sein, man testet, also man schreibt mehr Testfälle mit mehr negativen Zahlen zum Beispiel und auch mal mit positiven, um diese Hypothese zu überprüfen. Oder man liest sich den Code nochmal genau durch hinsichtlich dieser Hypothese und überprüft dann entsprechend diese Hypothese. Wie gesagt, ist das das Schwierige. Also oftmals wird man am Anfang eine falsche Hypothese haben oder noch keine. Überhaupt eine Hypothese zu finden, ist nicht so einfach. Und dann, ob das die richtige gewesen ist, werden Sie dann auch sehen. Einfacher ist es dann oftmals schon, den Fehler zu beheben oder den vermeintlichen Fehler, denn danach sollten Sie nochmal testen, ob der Fehler tatsächlich behoben wurde. Und dann können Sie vielleicht auch nochmal vorgehen, wenn Sie eine bestimmte Art von Fehler gefunden haben, dass Sie auch Ihren restlichen Code nochmal durchschauen, ob Sie diesen gleichen Fehler vielleicht auch noch anderswo gemacht haben. Dann können Sie gleich späteren Problemen schon mal vorbeugen. Genau, gehen wir diese einzelnen Punkte ein bisschen durch. Also wie gesagt, das erste ist, einen Fehler zu stabilisieren, ihn also reproduzierbar zu machen. Und das ist, wie gesagt, bei diesen Heisenbugs ziemlich schwierig. Bei den Bohr-Bugs, die hoffentlich für Sie dann hier relevant sind, oftmals etwas einfacher. Also Schwerpunkt liegt auf der Reproduzierbarkeit. Ich will irgendwie idealerweise einen Testfall haben, der diesen Fehler halt immer wieder auslöst. Fehler, der nicht vorhersagbar ist, also so ein Heisenbug, wie ich es eben schon gesagt hatte, oder schwieriger zu finden ist, kann ein Initialisierungsfehler sein, kann ein zeitliches Problem sein, so wie ich das gerade gesagt habe, mit parallelen Threads zum Beispiel, kann auch ein hängender Zeiger sein. Das kann Ihnen zum Glück in Java nicht passieren, weil da bastelt man nicht selber mit Zeigern herum, aber in anderen Programmiersprachen. Beispiele wären, wenn die Summe zweier Variablen manchmal richtig und manchmal falsch ist, also je nachdem, was Sie tun, kann sein, dass da irgendwo in der Initialisierung dieser Variablen etwas schiefgegangen ist. Oder wenn Sie eben beim Programmieren Zeiger benutzen, also das heißt wirklich explizit diese Referenz der Variable auf eine Speicheradresse ändern, was man wie gesagt in Java nicht machen kann, aber in anderen Sprachen wie C zum Beispiel schon, dann ist das natürlich auch immer eine klassische Fehlerursache, die auch oft schwer zu finden ist. Genau, Stabilisieren des Fehlers bedeutet eben, man findet idealerweise einen Testfall, ob jetzt manuell oder tatsächlich mit einem Testframework, und versucht dann noch diesen Testfall so zu vereinfachen zu einem einfachsten Testfall, der auch zu diesem Fehler führt. Das kann ja irgendwie ein sehr komplexer Aufruf sein oder vielleicht auch eine Kette von Aufrufen, die Sie erstmal beim ersten Finden dieses Fehlers gemacht haben. Und da würden Sie dann zum Beispiel versuchen, die Aufrufe wegzulassen, die nicht relevant sind, um dann zu gucken, ob der Fehler immer noch auftritt. Also
wäre ein Beispiel für so eine Vereinfachung. Genau, wenn Sie dann den einfachsten Testfall haben Sie dann gefunden, wenn ein Ändern von irgendwas in Ihrem Testfall dann zum Ändern des Verhaltens dieses Fehlers führt. Also Sie würden nicht einfach vielleicht mit aufnehmen wollen, was Sie die ganze Zeit mit dem Programm gemacht hat, sozusagen Ihre Mausklicks, wenn das jetzt eine grafische Oberfläche ist, einfach mit aufzeichnen und nachspielen wollen, um einen solchen Testfall zu finden. Kann sein, dass Sie dann auch einen Fehler reproduzieren können, aber dann als nächsten Schritt würden Sie eben noch herausfinden wollen, welche dieser Klicks, die ich da zum Beispiel in der 5-Minuten-Sitzung mit meinem Programm gemacht habe, waren denn jetzt wichtig für diesen Fehler und welche Mausklicks kann ich auch genauso gut weglassen und der Fehler ist immer noch da. Das wäre so ein Beispiel für so eine Vereinfachung. Genau, und die Fehlerdiagnose kann ich dann machen, indem ich den vereinfachten Testfall ändere und da eben Hypothesen darüber bauen kann oder bilden kann, was eigentlich das Problem ist und auch das Programmverhalten beobachten kann. Wenn ich diesen Fehler erstmal stabilisiert habe, wie gesagt, will ich dann genauer wissen, was ist denn jetzt die Fehlerursache, also wo ist wirklich meine Zeile Code oder vielleicht auch mehrere, die falsch sind. Dazu gucke ich mir, wie gesagt, erstmal die Daten an, die zum Fehler führen. Beispiel war, ich habe drei Parameter und einer davon ist negativ. Also ich habe zwei positive Parameter, einen negativen vielleicht. Und das eine Hypothese könnte ich dann formulieren, indem ich sage, aha, vielleicht ist dieser negative Parameter irgendwie ein Problem für mein Programm. Beispiel bei unseren Dreiecken, die wir mal haben, könnte das ja durchaus der Fall sein. Wenn ich eine solche Hypothese formuliert habe, könnte ich dann die Hypothese überprüfen, indem ich zusätzliche Testfälle schreibe, also mehrere Testfälle, wo nochmal negative Zahlen drin vorkommen. Wenn die dann auch fehlschlagen, würde das diese Hypothese zum Beispiel unterstützen. Oder ich kann auch direkt mit dieser Hypothese im Kopf in den Code hineinschauen und überlegen, was passiert hier denn, wenn eine negative Zahl verarbeitet wird. Andere Beispiele für dieses Lokalisieren und das Formulieren von Hypothesen wäre das folgende oder ein bisschen abstrakteres Beispiel auch, wenn es jetzt 10 Faktoren gibt, also 10 Dinge, die ich mit meinem Programm zum Beispiel hintereinander mache oder 10 Objekte, die ich als Parameter einer Methode übergebe, ist ein bisschen viel, aber gut, dann würde man versuchen, Hypothesen darüber zu formulieren, welche von diesen 10 Faktoren denn jetzt irrelevant gewesen sind und welcher von diesen 10 Faktoren oder vielleicht auch eine Kombination, es können auch 2 oder 3 gleichzeitig sein, in Kombination, den Fehler tatsächlich ausgeführt haben. Also man würde anfangen, die Daten zu variieren und feststellen, was die relevanten Faktoren für den Fehler sind. Je nachdem, ob man, wenn man etwas geändert hat, eben den Fehler immer noch sieht oder nicht, kann man den Faktor eliminieren, wenn man eben festgestellt hat, wenn ich diesen Faktor ändere, tritt der Fehler immer noch auf. Oder ein Faktor ist relevant, wenn ich etwas ändere, also zum Beispiel meinen Parameter von negativ auf positiv ändere, der Fehler dann nicht mehr auftritt, dann scheint wohl dieser Parameter etwas mit dem Fehler tatsächlich zu tun zu haben. Genau, ein Beispiel für das Lokalisieren eines Fehlers wäre eine Hypothese, die ich aufstellen kann, dass der Fehler innerhalb eines Wertebereichs liegt. Das ist ja im Prinzip auch unser Positiv-Negativ-Beispiel. Und hier könnte ich zur Überprüfung der Hypothese auch noch ein bisschen systematischer vorgehen und sagen, ich überprüfe 3 Werte, überprüfe einen Wert innerhalb des Wertebereichs, überprüfe auch die Grenzen des Wertebereichs. Also bei Positiv-Negativ ist ja noch eine interessante Frage, was passiert, wenn ich 0 eingebe? Ist das auch ein Problem oder nicht? Und Werte, die außerhalb des Wertebereichs liegen. Und dann würde ich eben erwarten, dass der Fehler auftritt, wenn ich einen Wert innerhalb des Wertebereichs habe, Grenze unterschiedlich und außerhalb des Wertebereichs sollte kein Fehler auftreten. Genau, so viel zu diesem systematischen Vorgehen, also zunächst einen Fehler reproduzierbar zu machen, zum Beispiel anhand von Testfällen, auch zu minimieren den Testfall, den ich benötige, um diesen Fehler zu erzeugen und dann dieser Prozess Hypothesen aufzustellen, woran es liegen könnte und diese eben systematisch zu überprüfen mit weiteren Tests. Dann bietet sich, wie gesagt, noch an, nach ähnlichen Fehlern dann auch zu suchen. Ich habe im Folgenden auf den Folien noch einige Tipps für die Fehlersuche. Da würde ich jetzt auch mal einigermaßen schnell drüber gehen. Das sollten Sie jetzt so ein bisschen als hier verschriftliches Skript sehen, weil es, wie gesagt, gerade dafür gedacht ist, dass Sie bei der Bearbeitung der Abschlussaufgaben dann auf diese Folien nochmal zurückgehen können und nochmal schauen können, wenn Sie ein Problem haben, welche dieser Tipps Ihnen da vielleicht weiterhilft.
Genau, also Tipps für die Fehlersuche. Ich glaube, es sind insgesamt 18, die jetzt hier auf den Folien folgen. Aber vielleicht erkennen Sie auch, da können Sie jetzt vielleicht auch gleich mal mitdenken, vielleicht erkennen Sie den ein oder anderen Tipp hier wieder, der Ihnen bei Ihrem Problem oder bei einem Bug, den Sie in der Übungsaufgabe schon hatten, weitergeholfen hat oder hätte. Oder vielleicht auch etwas, was Sie unbewusst tatsächlich auch genau so gemacht haben, um einen Fehler zu finden. Also ein bisschen gucken, abgleichen mit Ihren Erfahrungen aus den Übungen, wäre jetzt sicherlich sinnvoll. Genau, das eine ist für die Fehlersuche, oder der erste Tipp ist für die Fehlersuche auch tatsächlich alle verfügbaren Daten für die Formulierung der Hypothese auch einzusetzen. Hintergrund ist da, dass eben eine Hypothese nicht nur einen einzelnen Fall, also genau die Werte 3, 5 und minus 3 betrifft, sondern immer eine Klasse von Fällen. Zum Beispiel alle Daten, wo die ersten beiden Parameter positiv sind und der letzte negativ. Oder die Klasse von Fällen, wo überhaupt der letzte Parameter negativ ist und die Werte der ersten beiden Parameter nicht relevant sind. Das wären ja zwei verschiedene Klassen von Fällen. Anderes Beispiel, wenn meine Hypothese eben ist, dass alle Wörter, die mit T anfangen, in der Datenbank irgendwie nicht richtig sortiert werden können, warum auch immer, ist egal, dann betrifft die Hypothese eben nicht nur das einzelne Wort T oder sowas, also T, EE meine ich jetzt, sondern betrifft die Klasse aller Wörter, die mit T anfangen. Und das sollte man sich eben dann im Hinterkopf behalten. Und insbesondere, wenn man dann Daten findet oder Testdurchläufe hat, die nicht dazu passen. Also wenn ich jetzt ein Wort, was zwar mit T anfängt, aber Time auf Englisch zum Beispiel einsortieren kann, korrekterweise in meiner Datenbank, dann sollte ich diese Daten nicht ignorieren, sondern das auch mit aufnehmen, weil ich dann feststelle, aha, diese Beschreibung meiner Klasse, die zu Fehler führen, dass sie mit T anfangen, kann nicht richtig sein, denn das Wort Time zum Beispiel führt nicht zu dem Fehler. Also scheint die Klasse von Fehlern noch irgendwie ein bisschen enger zu sein in diesem Beispiel. Anderer Punkt, wenn ich zwei Hypothesen A und B habe, die beide noch richtig zu sein scheinen, aber die eine Hypothese allgemeiner ist als die andere, ist es dann ausreichend, nur mit der präziseren Hypothese weiterzuarbeiten oder diese zu überprüfen. Also, Tipp hier, alle verfügbaren Daten und Beobachtungen, kann man auch sagen, in die Hypothese, Formulierung der Hypothese mit einzubeziehen, sich vielleicht auch Notizen zu machen, was war denn jetzt positiv, also wenn Sie es manuell machen, was ist gut durchgelaufen, was nicht, oder eben das mit Testfällen ohnehin zu automatisieren, da kann man dann die Übersicht nicht verlieren. Weiterer Tipp für die Fehlersuche, hatten wir eben auch schon gesagt, ist es, Testfälle zu versuchen zu verfeinern, die zum Fehler führen. Also man muss gucken, was für Parameter führen zu dem Fehler, kann ich da noch etwas ändern oder andere Parameter ausprobieren und kann dann schauen, ja, wie das Programm sich entsprechend verhält. Ein ganz wichtiger Tipp für die Fehlersuche ist, dass man das nicht unbedingt manuell machen muss. Sie können auch Test-Frameworks verwenden und da kommen wir dann hoffentlich nachher noch zu. In Java ist so ein ganz typisches Test-Framework das sogenannte JUnit. Und damit können Sie eben das testweise ausführen, also die Testcases, wie wir sie ja auch besprochen haben, schön automatisieren. Das ist auch ganz gut in verschiedene Entwicklungsumgebungen integriert. Und insbesondere können Sie mit Unit-Tests nicht nur Ihr ganzes Programm testen, von Anfang bis Ende, sondern einzelne Programmabschnitte. Also die Methoden sogar einzelner Klassen sind da sozusagen subject to test. Und Sie können so also versuchen, einen Fehler gut einzugrenzen. Aber mehr dazu später. Also solche Test-Frameworks zu verwenden, ist für das Debugging sicherlich hilfreich. Allgemein, das Benutzen vorhandener Werkzeuge ist sinnvoll und es gibt bereits diverse Werkzeuge, die Sie ja auch schon kennen. Beispiele wären interaktiver Debugger, die Sie ja in den Tutorien dann auch schon besprochen haben sollten, Compiler oder, was bei Debuggern auch oftmals dabei ist, Werkzeuge zur Überprüfung der Werte in Speicherzellen. Also Sie können ja auch im Debugger oftmals anzeigen lassen, was zumindest welche Werte irgendwelche Variablen haben, aber auch noch allgemeiner. Genau, Beispiel für einen Fall, in dem ein solches Werkzeug nützlich ist, ist, wenn irgendwo Ergebnisse, also ein Teil des Programms Ergebnisse eines anderen Teil des Programms überschreibt. Das ist so, wenn man den Code einfach nur durchliest, oftmals schwer nachzuvollziehen und da hilft es also schon, anhand eines Debuggers nachzuvollziehen, was wirklich im Fehlerfall Schritt für Schritt passiert. Und da würde man dann relativ schnell sehen, dass der Wert, der jetzt gerade geschrieben wird, an einer Stelle nicht das war, was man erwartet hätte. Die Debugger heben sowas, den gerade geänderten Wert ja auch ganz gerne in Gelb oder so hervor. Also da kann man dann nachvollziehen, was passiert.
weiterer Tipp ist es, Fehler auf verschiedene Art und Weise auch versuchen zu reproduzieren. Wenn wir jetzt wieder unser Beispiel mit einem negativen Fall haben, sollte ich eben, ich mach's mal kurz, den Fehler nicht nur mit einem Testfall, den Werten 3, 3, minus 3 zum Beispiel reproduzieren und dann sagen, aha, meine Hypothese ist die minus 3, die negative Zahl ist das Problem, sondern ich sollte dann auch einen anderen Testfall formulieren, zum Beispiel 5, 7, minus 18, um zu gucken, also dann würde ich ja erwarten bei einer Hypothese, dass der negative Wert das Problem ist, dass hier auch ein Fehler auftritt. Und wenn da kein Fehler auftritt, dann war das Problem wohl was anderes. Bei dem gerade genannten Beispiel 3, 3, minus 3 könnte vielleicht das Problem ja auch sein, dass das die Zahlen vom Absolutbetrag alle gleich sind und das irgendwie ein Problem in meinem Programm ist. Also so kann ich eben, indem ich versuche, den Fehler auf verschiedene Art und Weise zu reproduzieren, als ihn auch weiter eingrenzen oder meine Hypothese entweder widerlegen oder eben weiter zu stützen. Genau, es macht auch Sinn, bei der Fehlersuche weitere Daten zu generieren bei der Formulierung einer Hypothese. Also das heißt, ich sollte zusätzliche Testfälle generieren, die sich von den Testfällen unterscheiden, die ich schon habe, indem sie, ja, oder bei denen ersichtlich ist, dass sie fehlschlagen sollten. Also ich kann ja auch direkt einen Testfall schreiben und sagen, dieser Testfall sollte fehlschlagen. Dadurch bekomme ich mehr Daten, vielleicht sehe ich da auch was Unerwartetes, was nicht zu meinem Erwarteten passt und was eben dazu dient, dass ich meine Hypothese verschärfen kann. Ich kann negative Tests auch, oder sollte die natürlich mit einbeziehen, wenn ich einen Test eben habe, der meine Hypothese widerlegt, sollte ich dann natürlich entsprechend eine neue Hypothese bilden. Das heißt, die Fehlerursache liegt dann woanders in meinem Programm, kann damit meine Suche einschränken. Das sind so ein bisschen Vorgehensweisen zum tatsächlich systematischen Suchen gewesen. Ein bisschen eher sozialere Tipps sind die folgenden oder als erste kommt an dieser Stelle. Ich sollte zwischendurch mir auch einfach mal die Freiheit nehmen, zu versuchen, kreativ zu überlegen, was könnten denn die möglichen Hypothesen sein, also Brainstorming zu machen. Ich sollte mich auch nicht an einer Hypothese festbeißen, sondern auch ein bisschen offen für alternative Erklärungsvorschläge für meinen Fehler bleiben. Also Sie merken schon, an der Stelle ist man vielleicht schon ein bisschen tiefer im Problem drin und hat schon mehrere Stunden verbracht, den Fehler zu finden. Dann kann ich auch erstmal alle Hypothesen nebeneinander hinschreiben, ohne Vorurteil, welche denn jetzt die richtige sein könnte. Und dann, um auch keine zu vergessen, anfangen, die einzeln systematisch zu überprüfen. Es macht oftmals Sinn, bei der Fehlersuche sich dann auch systematisch zu überlegen, was sind denn meine verschiedenen Methoden, Aktivitäten beim Debugging, die ich machen kann. Habe ich mir schon den Code genau angeguckt? Habe ich schon Debugger benutzt? Was habe ich schon versucht, um dann nicht die Übersicht zu verlieren, was man alles schon versucht hat und dann auch noch zu wissen, was die nächste Methode ist, die man verwenden kann. Also zum Beispiel anhand dieses Foliensatzes hier. Weiterer Tipp ist, die Fehlerregion im Code einzugrenzen, anstatt immer das gesamte Programm zu testen, sich eher nur Teile des Programms vorzunehmen. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich kann einerseits versuchen, die Fehlerregion einzugrenzen, indem ich sowas wie Printanweisungen, Log- oder Tracing-Daten betrachte und also nachvollziehe, in welchen Teilen des Programms kann der Fehler schon nicht mehr sein. Oder ein bisschen extremere Methode, ich kann Teile meines Programms auch tatsächlich entfernen, also mein Programm künstlich vereinfachen, um zu sehen, wo denn jetzt der Fehler noch ist. Analog zur binären Suche macht es da Sinn, jetzt nicht zeilenweise das Programm zu entfernen, sondern zu sagen, ich entferne erstmal die Hälfte des Programms, was auch immer das genau ist, und schaue dann, ist der Fehler noch da oder nicht, weil ich dann nämlich schon genau weiß, in welcher Hälfte, in der entfernten oder in der noch vorhandenen, ist mein Fehler denn jetzt. Genau, habe ich jetzt gerade schon gemacht. Anderer Tipp für die Fehlersuche ist, dass wenn Klassen von Ihnen vorher schon Fehler gehabt haben, wenn Sie dort also schon ein paar Bugs gefunden haben, dann sind das heiße Kandidaten dafür, dass dort auch wieder Fehler in Zukunft auftreten. Also das ist einfach eine empirische Einsicht beim Programmieren, dass das oftmals so ist. Klassen und Routinen, die in der Vergangenheit fehlerhaft waren, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft wieder fehlerhaft. Wahrscheinlich, weil die einfach irgendwie etwas Kompliziertes tun und Sie es vielleicht auch nicht so gut verstanden haben oder was auch immer der Hintergrund da an der Stelle ist.
Also solche fehleranfälligen Klassen sind dann immer Kandidaten dafür, dass wieder was schiefgegangen ist. Man könnte sie auch besonders gut testen. Das lohnt sich dann an der Stelle. Ähnlich ist es mit sich häufig ändernden Code. Wenn es einen schwer auffindbaren Fehler im Code liegt, könnte es sein oder ist es wahrscheinlich, dass der Fehler im neu geschriebenen Code liegt. Der Rest, also Teil Ihres Codes ist vielleicht schon bewährt, anderer Teil ist neu dazugekommen und dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass dieser neue Fehler, den Sie ja in dem Moment gefunden haben, auch im irgendwo einigermaßen neu geschriebenen Code zu finden ist. Dazu können Sie sich die Differenz anschauen zwischen dem alten und dem neuen Code. Es könnte auch etwas sein, was Sie fälschlicherweise gelöscht haben. Deswegen hier nochmal die Differenz. Man kann dann auch nochmal genau gucken und sich eine alte Version des eigenen Programms auschecken und erstmal überprüfen, war der Fehler da auch schon vorhanden, weil dann kann man im Prinzip so binäre Suche machen über die Zeit und über die Programmversion, die man hat. Genau, ein bisschen ähnlich, wie wir es eben schon gesagt haben, also auch hier wieder binäre Suche. Die zu beobachtende Code-Region kann ich auch erweitern. Ich würde erstmal mir vielleicht ein kleines Stück Code angucken, weil meine Hypothese ist, dass da irgendwo was falsch ist und nicht wie erwartet. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich sie auch vergrößern oder versuchen zu verfeinern. Also diese Idee der binären Suche wieder sollte man da im Kopf behalten. Genau, was heißt inkrementelle Integration? Das ist auch ein Tipp. Das bedeutet, das Programm immer stückweise zu erweitern und immer wieder zwischendurch zu testen. Also wenn Sie schon Tests haben für Ihr Programm, was die Funktionalität testen und Sie arbeiten 3 Stunden daran, checken dann wieder ein, führen wieder Ihre Tests aus. Wenn dann ein Fehler auftritt, dann wissen Sie eben, dass dieser Fehler in den letzten 3 Stunden oder in dem Code, den Sie in den letzten 3 Stunden geschrieben haben, wohl liegt in irgendeiner Form. Inkrementell nennt man das auch. Sie können auch einfach herangehen und sich mal überlegen, was sind denn häufige Fehler und überprüfen, ob einer von denen hier vielleicht ein Problem gewesen ist. Man kann da eine Checkliste sich hernehmen und überlegen, was sind häufige Fehler. Off by one beim Iterieren über Arrays zum Beispiel, dass man da mit dem Index irgendwas verkehrt gemacht hat, wäre so ein typischer häufiger Fehler. Das kann man natürlich auch einfach mal nochmal reviewen im eigenen Code, ob man diesen Fehler vielleicht gemacht hat. Und als letztes dann wieder zwei soziale oder psychologische Punkte. Sprechen Sie mit einem Dritten über Ihr Problem. Manchmal hilft es, ein bisschen Abstand zu haben. Manchmal hilft es, das eigene Programm zu erklären, um dann sogar selber zu sehen, am Moment, das macht ja gar keinen Sinn, was ich da mache, und das, den Fehler dann sogar selbst zu entdecken, obwohl Sie mit Dritten drüber sprechen. Oder vielleicht helfen Ihnen die Dritten weiter und stellen irgendwelche schlauen Fragen dazu. Das kann ja auch sein. Schafft einfach ein bisschen Distanz. Und schließlich Pause machen, Kaffee trinken kann auch oftmals helfen. Das haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, wenn man sich nächsten Tag dran setzt, ist es plötzlich alles klar. Genau. Das letzte, 18 Punkte haben wir, wie gesagt, ist sogenannte Brute Force Debugging. Ein Verfahren, sagt man, das wenig beachtet wird, weil anstrengend, schwierig, zeitaufwendig. Aber ich kann, also einfach gesagt, ich gehe es jetzt vielleicht mal nicht alles durch, aber was Ähnliches machen. Also das größte Brute Force Verfahren wäre wahrscheinlich nochmal den Teil, der da irgendwie ein Problem zu machen scheint, nochmal neu zu schreiben. Also gar nicht zu versuchen zu verstehen, was jetzt das Problem ist, sondern das nochmal neu umzusetzen, vielleicht in dem Fall dann Ernsttests zu schreiben, das dann testgetrieben zu entwickeln und dann kommt der Fehler hoffentlich nicht nochmal vor. Das wäre dieser Punkt hier, Neuentwurf und Neuprogrammieren. Genau. Okay, Sie haben ja mit Java schon eine Sprache, die relativ viel überprüft, wo der Compiler Ihnen auch schon ziemlich viele Hinweise gibt. Trotzdem können es auch mal Syntaxfehler sein, die eigentlich ein Problem in Ihrem Programm sind und der Compiler merkt es sozusagen nicht. Zum Beispiel, wenn Sie Bezeichner verwenden, die sich nur in einem Zeichen ändern oder die allgemein sehr ähnlich aussehen, dann kann es sein, dass Ihr Programm schon kompiliert, weil ja irgendein gültiger Bezeichner an einer Stelle steht, das aber nicht der Bezeichner war, den Sie eigentlich meinten. Also das heißt, ein Tippfehler kann dann auch zu einem Fehler führen, den der Compiler zum Beispiel nicht erkennt. Oder Sie können auch bei der Autocompletion den falschen Wert ausgewählt haben. Also das heißt, man sollte nie Bezeichner verwenden, die zu ähnlich zueinander sind. Oder falls Sie es doch gemacht haben, ist das eben eine Fehlerursache, die Sie als Hypothese dann verwenden können. Wenn Sie Fehler vom Compiler bekommen, müssen Sie da auch schauen. Da gibt ja oftmals Zeilennummern raus, wo ein Fehler vorhanden ist. Das muss nicht immer stimmen, je nachdem, wie der Compiler da
oder was der Fehler ist, können Sie den Compiler auch ein bisschen durcheinander gebracht haben mit Ihrem Fehler. Und da müssten Sie dann auch ein bisschen davor und dahinter nach Fehlern suchen. Okay, so viel auch noch für die Tipps mit der Fehlersuche. Wie gesagt, wir haben erst jetzt ein bisschen gesprochen über diese wissenschaftliche Methode beim Debuggen, diese systematische Methode zu stabilisieren, Fehler zu oder die Ursache des Fehlers zu finden durch das Bilden von Hypothesen und Überprüfen dieser Hypothesen. Und wir haben uns eben eine Menge von Tipps für die Fehlersuche hier angeschaut, die insbesondere dann dazu da sind, dass Sie die, wenn Sie dann mal einen Fehler haben, durchgehen können und schauen können, welche von diesen Tipps hilft mir denn jetzt gerade weiter. Kurz am Ende schauen wir auch nochmal in JUnit rein. Wie gesagt, JUnit ist so ein Framework für Java, was es mir ermöglicht, Tests zu automatisieren und dann eben dieses reproduzierbar machen, dann sehr vereinfacht. Genau, das steht hier dabei. Hilft mir dabei, Tests zu definieren und auszuführen und es hilft dann auch dabei, den Anforderungen an einen solchen Test klar auszudrücken, ähnlich wie wir es mit den Asserts auch schon gesehen haben. JUnit ist jetzt nicht so Standard, dass es schon direkt im Java SDK enthalten ist, aber eigentlich in so quasi allen Entwicklungsumgebungen für Java auch verfügbar, zum Beispiel eben in Eclipse. Hier dachte ich mir, zeige ich Ihnen mal als erstes einfach ein Beispiel, denn wir haben über Testfälle im Allgemeinen ja schon gesprochen mit den Assertions in Java. In JUnit würde das Ganze so aussehen, wenn ich jetzt eine Methode habe, die irgendwas Arithmetisches, eine Klasse Arithmetic, die mir Berechnungen macht, testen soll, kann ich das so aufteilen. Ich sage, meine Klasse Arithmetic Test ist eine Testklasse, die ich schreibe, um meine Klasse Arithmetic zu testen. Und ich habe hier jetzt zwei Testfälle, nämlich einmal einen Test der Klasse oder der Methode Multiply, beziehungsweise einen Test mit sogar zwei Testfällen, denn einmal teste ich das mit den Werten 2 und 2 und überprüfe, dass das Ergebnis davon 4 ist. Also hier rufe ich Arithmetic Multiply, die zu testende Methode, auf und überprüfe dann, dass das Ergebnis gleich 4 ist und mache noch einen weiteren Testfall. Ich rufe Multiply mit 3 und minus 5 auf und überprüfe, ob das Ergebnis minus 15 ist. Das wären also hier zwei Testfälle in einen Test, einen sogenannten Unit-Test zusammengefasst, weil das eine Unit überprüft. Hier noch ein weiterer Test. Ich könnte prüfen, ob meine Klasse auch richtig positive Zahlen und negative Zahlen auseinanderhalten kann. Und überprüfe das mit den Werten 5, minus 5 und 0 zum Beispiel. Also hier immer diese Annotation in JUnit at test und diese Aufrufe meiner zu testenden Methoden mit so einer Assertion davor, ob ich jetzt true, false oder zum Beispiel equals hier erwarte. Wenn ich so meinen Test formuliert habe für meine Arithmetic-Klasse, könnte ich das, habe ich eben in zum Beispiel Eclipse eine schöne Integration, da würde die Oberfläche dann so aussehen. Ich hätte hier meinen Test importiert und kann jetzt auch durchaus wählen, sagen, ich will jetzt alle Tests mal laufen lassen oder ich will nur einen bestimmten Test nochmal laufen lassen und bekomme dann so schön farbig hervorgehoben, hier jetzt rot, dass irgendein Test fehlgeschlagen ist. Es gibt sogar drei verschiedene Ergebnisse von Tests. Ein Test kann durchlaufen, das heißt, alle Assertions werden auch erfüllt. Ein Test kann fehlschlagen, das heißt, der Test wurde zwar durchgeführt wie geplant, aber irgendwo lieferte das Programm nicht das erwartete Ergebnis. Das heißt, irgendwo war das Ergebnis des Programms, entsprach nicht dem, was ich in der Assertion geschrieben hatte. Das nennt man dann Fail. Und ein drittes Ergebnis ist auch noch, dass der Test überhaupt nicht wie geplant durchgeführt werden könnte, dass zum Beispiel Exceptions zwischendurch geflogen sind, unerwartete Fehler. Das wäre also drei mögliche Outcomes. Zu den Begrifflichkeiten bei JUnit, wenn Sie das vielleicht auch in Praxis der Softwareentwicklung mit Ihren Kommilitonen darüber reden, haben Sie hier mal einen Überblick, was es da alles so gibt. Es gibt die Test Cases, die kennen Sie ja auch schon, Tests für eine einzelne Methode und mit bestimmten Werten. Und da ist es oftmals, wie wir es gerade im Beispiel gesehen haben, sinnvoll, mehrere Testfälle pro Methode zu verwenden. Es gibt dann einen Unit-Test, der sich auf die Unit einer ganzen Klasse bezieht und da die verschiedenen Methoden einer Klasse mit eben verschiedenen Testfällen testet. Es gibt den Begriff der Test-Suite. Das sind dann eine Menge von Unit-Tests für mein ganzes Programm oder vielleicht auch für ein Subsystem, wenn es jetzt größere Programme sind. Es gibt den sogenannten Test-Runner, der es dann später mir ermöglicht, diese Tests auch entweder alle oder gezielt auszuführen. Und da gehen wir jetzt gleich im Folgenden nicht weiter drauf ein. Es gibt
Test Fixtures heißen die. Das sind so Vor- und Nachbereitungen für Tests, die man auch definieren kann. Also wenn ich jetzt irgendwie für alle meine Methoden in meiner Klasse immer erst ein Objekt meiner Klasse instanzieren muss und besonders die Parameter initialisieren muss, muss ich das nicht in jeden Testcase wieder einzeln hineinschreiben, sondern ich kann das in so einer AddBefore, also Testfixture dann beschreiben. Also muss den Code nicht replizieren über die verschiedenen Testfälle, sondern kann Allgemeines sozusagen rausfaktorisieren. JUnit, gerade noch da hilfreich oder hat noch ein nettes Feature, dass man sogenannte parametrisierte Tests leicht schreiben kann. Beim Testen wollen wir ja oftmals nicht nur ein Datenpaar testen, also in unserem Beispiel mit den drei Zahlen nicht nur 3, 3, minus 3, sondern auch die Daten variieren. Und das kann ich von Hand natürlich machen in zwei verschiedenen Weisen. Ich kann entweder innerhalb meines Testfalls eine Schleife programmieren, die die Methode mehrfach aufruft. Da habe ich dann aber den Nachteil, wenn da irgendwo ein Fehler auftritt, dann bricht so eine Schleife ja dann typischerweise mit einem Assert False ab. Dann weiß ich nicht, was mit den restlichen Daten passiert wäre. Oder ich kann von Hand einzelne Testfälle schreiben, aber das mögen wir als Informatiker, Programmierer natürlich nicht, weil die fast alle gleich aussehen und sich nur über die Daten unterscheiden. Und das ist ein Duplikat. Also das ist ein Anti-Pattern, was Sie, oder ein Anti-Muster, was Sie in Ihrem Code immer vermeiden sollten, dass irgendwie zwei Methoden quasi gleich aussehen, bis auf etwas Daten, die sich unterscheiden. Das will man also auch nicht. Und da hilft einem JUnit durch sogenannte parametrisierte Tests, und vermeidet dadurch, dass man nicht sehr ähnliche Testfälle schreiben muss, sondern nur einen Test, der parametrisiert ist. Wie sieht das aus? Auch das vielleicht am besten am Beispiel erklärt. Und hier springen wir mal direkt in die Mitte rein. Hier ist der eigentliche Test, dass ich prüfe, kann meine Klasse, arithmetische Operation jetzt immer noch, richtig sagen, ob eine Zahl ungerade ist oder nicht. Aber ich schreibe jetzt hier nicht rein meine konkreten Zahlen, die ich testen will, 3 und irgendwas, sondern ich sage, ich habe hier Variablen, Number to Test und das Ergebnis, was ich erwarte. Und ich habe an anderer Stelle dann, in der Art und Weise, wie JUnit das vorgibt, ein Array von Werten, die getestet werden sollen, angegeben. Das wäre jetzt hier und das kann ich mit JUnit mit der Annotation addParameters notieren. Das ist also eine Methode in meinem Test, die an JUnit die zu testenden Werte übergibt. Also hiermit habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kombinationen von Daten definiert, die getestet werden sollen, aber habe gleichzeitig diesen Testfall nur einmal hingeschrieben und wenn ich das jetzt mit JUnit ausführe, dann würde er quasi diesen Test mit den 5 verschiedenen Datenpaaren dann aufrufen. Genau, das auch kurz. Im Details müssen Sie sich dann die Dokumentation angucken, aber kurz angedeutet, dass es so etwas gibt. Dann auch noch etwas, was kurz angedeutet ist, nur auf dieser einen Folie, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt ein Vorgehen, es nennt sich testgetriebene Entwicklung und das ist die Idee, auch recht beliebt, dass man nicht erst den Code schreibt und dann die Tests, sondern andersrum anhand der Spezifikation für die Methode oder für das Programm, die man geschrieben hat, sich zunächst überlegt, was sind denn geeignete Tests für die Spezifikation, die ich mir eben überlegt habe, und dann erst den Code dazu schreibe. Dann kann man nämlich anfangen und schreibt erstmal Tests, die eine noch zu implementierende Funktionalität testen würden. Wenn ich die dann ausführe, wäre das natürlich irgendwie false, weil das Programm das ja noch nicht kann. Und fange dann an, Inhalte zu schreiben für mein Programm, bis diese Tests dann tatsächlich irgendwann erfüllt werden. Also einfach nur, es gibt auch die Reihenfolge, erst zu testen, dann den Code zu schreiben. Genau. Da kurz zusammengefasst, also so viel auch schon zu JUnit, einfach wie gesagt, dass Sie das mal gesehen haben, als Werkzeug für die Abschlussaufgaben, wenn Sie möchten, verwenden können. Sie müssen es nicht, aber es ist eben sehr mächtiges und sehr gut ja, benutzbares Test-Framework für Java. Sie müssen auch nicht alle Aspekte von JUnit verstehen und kennen, sondern das, was hier auf den Folien ist, hilft dann, glaube ich, schon, um so ja, einfache Tests auch zu schreiben. Genau, wie typisch. Am Ende hier in den Folien, das können Sie sich dann anschauen, Literaturhinweise zum Weiterlesen. Okay, noch ein Thema haben wir für heute und das wird jetzt ein bisschen knapp, das noch zu Ende zu machen, ist aber auch okay. Und zwar ist für heute auch noch vorgesehen, dass ich Ihnen etwas zu
objektorientierten Designprinzipien mitgebe. Auch da wieder relevant für die Abschlussaufgaben, aber noch viel relevanter für ihr zukünftiges Leben als vielleicht auch, vielleicht nicht gerade Programmierer als Hauptberuf, aber zumindest ist ja jemand, der programmieren kann und in irgendeiner Phase seiner Karriere auch mal programmieren wird. Genau, das sind eben diese Designprinzipien, wie sie hier beim Methodischen stehen. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, dieser Bereich Qualitätsstandards, Code Completion, Javadoc, hätte ich vielleicht am Anfang schon mal gleich sagen sollen, das ist eben ein Thema, was eben in den Tutorien und da in den Materialien drin vorkommt und jetzt gar nicht seine eigene Vorlesungseinheit hat. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann auch die Best Practices an und sind dann hier durch diesen Advanced Organizer durch. Okay, objektorientierte Designprinzipien gibt es einige und wir gehen jetzt nicht in der Vorlesung auf alle ein, aber auf die, die hier angegeben sind. Und einige kommen Ihnen auch schon ein bisschen bekannt vor. Teilweise hatten wir sie auch schon mal ein bisschen detaillierter besprochen, die sind jetzt aber trotzdem nochmal alle in diesem Foliensatz zusammengefasst, um auch da eine gewisse Referenz zum Nachschauen nochmal zu haben. Also was schauen wir uns an? Wir schauen uns das Prinzip der Datenkapselung an und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber jetzt mal als objektorientiertes Prinzip nochmal besprochen. Wir schauen uns das Prinzip Komposition vor Vererbung an. Wir schauen uns das Prinzip an, gegen Schnittstellen zu programmieren, nicht gegen Implementierung. Wir schauen uns von den sogenannten fünf Solid-Prinzipien das zweite, für das das O steht, an, nämlich das Open-Close-Principle. Aber Sie können sich dann entsprechend überlegen, es gibt noch vier weitere, für die das S, das L, das I und das D steht, ebenso als Erinnerungshilfe. Und wir schauen uns ein paar ausgewählte Prinzipien zum Schnittstellenentwurf an. Lernziele sind hier, dass Sie diese Prinzipien des objektorientierten Entwurfs bei der Programmierung in Java auch anwenden können, dass Sie auch Programmcode anhand dieser Prinzipien bewerten und verbessern können und im Endeffekt selber gut wartbaren und gut lesbaren Programmcode erstellen können. Denn das ist eben auch ein Hintergrund von diesen Prinzipien. Das erste Prinzip, wie gesagt, kennen Sie schon in anderer Formulierung, ist das Prinzip der Datenkapselung. Und da steht eben dahinter, dass ich die Zugriffsmöglichkeiten auf Klassen und Attribute in meinem Programm minimieren möchte. Das Ganze nennt man auch Information Hiding, habe ich auch schon mal gesagt. Und einfach merken kann man sich das als Umsetzung in Java, dass man insbesondere nie Attribute public machen sollte oder vielleicht nur in ganz speziellen Ausnahmefällen, sondern hier unten private Attribute haben sollte und auf diese mit Setter- und Getter-Methoden zugreifen sollte, um mehrere Vorteile zu haben. Und dazu gibt es ja die nächsten Folien auch noch. Also ich habe genau Vorteile. Ich kann zum Beispiel Einschränkungen oder Prüfbedingungen für diese Werte auch überprüfen. Ich habe dann also nur noch eine Stelle im Code, wo zum Beispiel stehen müsste, dass der Speed, die Geschwindigkeit hier in diesem Beispiel, größer oder gleich 0 sein muss. Und habe dann also die Garantie dadurch, dass dieser Wert in dem Feld immer, also zumindest von außen, nicht auf einen Wert, der negativ ist, gesetzt wird. Wenn ich Benutzern meiner Klasse direkten Zugriff auf die Attribute geben würde, wäre es eben nicht möglich, solche Einschränkungen zu sicherzustellen oder ich müsste das an jeder Methode einzeln wieder machen. Würde dann aber nicht dem Verursacher des Problems Rückmeldung geben können. Ein anderer Vorteil von der Datenkapselung ist, dass ich die interne Repräsentation ändern kann, ohne die Schnittstelle zu verändern. Das hatten wir im Beispiel vor einigen Vorlesungen auch schon mal ähnlich gesehen. Wenn ich also mein privates Feld Speed hier habe, kann ich mich entscheiden, dass ich jetzt die Geschwindigkeit nicht mehr in Kilometer pro Stunde, sondern in Metern pro Sekunde intern verwalten will und kann aber meine Methode nach außen hin unverändert lassen. Benutzer meiner Klasse können sie wie gehabt verwenden und ich kann dann intern die benötigte Konvertierung zum Beispiel durchführen, sowohl bei der Setspeed-Methode und gegebenenfalls auch bei der Getspeed-Methode. Kann dann neue Methoden für die neue Interpretation vielleicht hinzufügen und die alte bleibt unverändert. Und alte Nutzer meiner Klasse bleiben eben auch unverändert oder unbeeinflusst. Und der letzte Vorteil der Datenkapselung ist, dass ich noch beliebige Seiteneffekte ausführen kann. Ich kann zum Beispiel, und das werden Sie in Softwaretechnik 1 dann noch genauer sehen, wenn ich so ein Beobachtermuster einsetze, an der Stelle dann immer anderen Objekten, die am Zustand meines Objekts interessiert sind, Bescheid geben und kann so eben sicherstellen, dass dieses Bescheidgeben auch immer aufgerufen wird.
oder ich kann irgendwelche Log-Nachrichten über eine Geschwindigkeitsänderung jetzt in diesem Beispiel dann ausführen. Habe eben wirklich eine Stelle, wo garantiert ist, das ist die Stelle, wo sich der Speed nur verändern kann. Wenn Benutzer meiner Klassen auf die Attribute direkt zugreifen könnten, müsste sich jeder selber darum kümmern, dass das Logging und diese Notification korrekt gemacht wird. Und das kann man eigentlich vergessen, dass das funktioniert. Genau. Das also als Prinzip der Datenkapselung und die drei, waren es glaube ich gewesen, Vorteile dazu. Ein weiteres Prinzip, und das mag jetzt ein bisschen unerwartet sein, ist das Prinzip Komposition gegenüber Vererbung zu bevorzugen. Da sind sich vielleicht auch nicht immer alle einig, wann was geeignet ist, aber sie sollten zumindest auch wissen, dass es Alternativen zur Vererbung gibt, die an bestimmten Stellen auch Vorteile haben. Was bedeutet Komposition da überhaupt? Komposition heißt das Zusammensetzen, also Komposition einfach nur zusammensetzen, und damit bezeichnet man die Wiederverwendung durch Zusammensetzende bestehende Objekte. Also man wiederverwendet, indem man ein altes Objekt schon hat und dann nicht dieses alte Objekt ändert oder davon erbt, sondern ein neues Objekt, was erstmal nicht in einer Vererbungsbeziehung mit dem alten steht, schreibt und das zum Beispiel das alte Objekt referenzieren lässt. Dann hat man eine zusammengesetzte Funktionalität. Diese beiden Objekte zusammen erfüllen dann die Funktionalität, anstatt dass ich ein spezialisiertes Objekt zum Beispiel habe. Das könnte ich machen, indem ich eben eine neue Klasse erstelle, die vielleicht ein bestehendes altes Objekt Table Data mit einem neuen Objekt, was neue Funktionalität wie grafische Repräsentation dafür entwickelt, zusammen komponiere, zusammensetze. Genau, neue Funktionalität, das sehen wir dann gleich noch im Beispiel, wird durch Delegation an diese Komponenten dann erreicht. Und nicht direkt ein Synonym, aber ein Begriff, der in dem Zusammenhang auch relevant ist, ist der Begriff der Aggregation. Also manchmal nennt man die Komposition auch Aggregation. In der UML, also in Modellierungssprachen, gibt es da manchmal wohl definierte Unterschiede, was bedeutet. Auch das werden Sie in späteren Vorlesungen sehen, aber manchmal wird es auch synonym verwendet. Genau, was sind Vor- und Nachteile von dieser Komposition? Das ist eben die Frage, wie viel muss ich wissen über ein Objekt, was ich wiederverwende. Bei der Komposition ist der Vorteil, dass ich nicht besonders viel wissen muss über andere Objekte, die ich wiederverwende. Ich greife auf diese anderen Komponenten ausschließlich über deren Interface zu. Noch was, was wir gleich sehen werden. Und habe dann eine sogenannte Blackbox-Wiederverwendung. Ich muss also die Details der Klassen oder Komponenten jetzt hier in dem Zusammenhang, die internen Details dieser Komponenten nicht selber kennen und nachvollziehen können. Dadurch erhalte ich auch eine gute Datenkapselung, habe weniger Implementierungsabhängigkeiten, habe insbesondere keine Abhängigkeiten von internen Details dieser anderen Komponenten oder Klassen. Da ist dann die Idee, dass sich jede Klasse auf eine Aufgabe konzentriert. Und noch ein Vorteil ist, dass ich so Kompositionen auch dynamisch zur Laufzeit ändern kann. Also irgendwas, was vorher eine Person, die vielleicht erst ein Kunde war und ich das eben per Komposition in zwei verschiedenen Klassen habe, Person und Kunde, kann dann später auch ein Mitarbeiter werden zum Beispiel. Was bei Vererbung ja nicht so leicht möglich ist, da kann ich nicht einfach den Typ meines Objektes ändern. Nachteil der Komposition ist, dass ich typischerweise mehr Objekte benötige. Das Beispiel, was ich gerade gemacht habe, Person, Employee, Customer, hätte ich dann zwei Objekte, wenn ich einen Employee repräsentieren möchte, nämlich ein Employee-Objekt und ein Personenobjekt, was referenziert wird. Und im Fall, wo ich Vererbung verwendet habe, hätte ich ja nur eins. Employee würde Person spezialisieren. Und ein Nachteil ist, dass hier noch besonders wichtig dann ist, dass die Interfaces auch sauber definiert werden. Das kommt dann später auf den Folien noch. Bei Vererbung ist es, also Vererbung versus Komposition schauen wir uns ja gerade an. Bei Vererbung wird Wiederverwendung ja dadurch erreicht, dass ich die Implementierung bestehender Objekte erweitere, also dass ich eine bestehende Klasse nehme und sage, ich schreibe eine neue Klasse, die davon erbt und die dann zusätzliche Funktionalität hat. Die Oberklasse enthält dann gemeinsame Funktionalität und die abgeleitete Klasse erweitert diese Basisfunktionalität. Das ist auch natürlich nicht verkehrt, hat auch Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind insbesondere, dass die Implementierung einer solchen abgeleiteten Klasse einfacher ist. Und das werden wir auch gleich am Beispiel sehen, weil ich eben viel vererbe und wirklich nur das hinschreiben muss, was sich ändert. Das ist bei der Komposition nicht der Fall. Und ja, ich kann so eine Basisklasse leicht modifizieren oder erweitern.
Nachteile von Vererbung sind aber, dass ich schlechte oder sogar, man könnte sagen, keine Datenkapselung habe, weil ich als abgeleitete Klasse sehr davon abhängig bin, was in der Oberklasse passiert oder geändert wird. Also man nennt das auch Whitebox-Wiederverwendung, weil ich eben dann bei Änderungen der Oberklasse auch prüfen muss, ob alle Unterklassen noch so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Oder überhaupt, wenn ich eine Unterklasse schreibe, muss ich auch verstanden haben, wie die Oberklasse funktioniert und nicht nur, wie ihre Schnittstellen sind. Also ähnlicher Punkt hier. Das heißt also auch, es kann sein, dass ich abgeleitete Klassen ändern muss, wenn ich meine Oberklasse ändere. Und das muss ich erstmal merken, also wieder hinsichtlich Bugs. Und ein Nachteil, analog zu dem Vorteil eben, ich kann zur Laufzeit nicht ändern, was für ein Typ mein Objekt an der Stelle ist. Oder ich könnte jetzt nicht plötzlich ein Employee zu einem Kunden machen oder andersrum. Genau, schauen wir uns aber ein Beispiel dazu an. Das macht es, glaube ich, ein bisschen klarer. Das Beispiel können Sie auch nochmal nachlesen, wenn es Ihnen jetzt vielleicht etwas zu schnell geht. Nehmen wir mal an, wir wollen eine Variante von Hashset schreiben. Hashset kennen wir ja aus der Vorlesung zu der Java API, also eine dieser Klassen in den Collections. Was das genau macht, ist für uns jetzt gar nicht relevant. Irgendwie so eine Umsetzung von Collections. Und diese Klasse, unsere Variante, soll jetzt die Anzahl der eingefügten Elemente mitprotokollieren. Wir könnten das mit Vererbung machen und könnten sagen, okay, dann schreiben wir jetzt eine neue Klasse, die von dem alten Hashset erbt. Die nennen wir Instrumented Hashset. Die hat ein neues Attribut Count, um eben mitzuzählen, wie viele Elemente eingefügt wurden. Ruft bei den Konstruktoren entsprechend immer die Oberklasse auf und ändert eigentlich nur zwei Methoden, nämlich add und add all, also die Methoden, die Dinge hinzufügen in diese Collection, und zählt da eben diesen Counter, um den es ja hier geht, gerade hoch und ruft dann die Implementierung der Oberklasse auf. Also bei add sage ich, überschreibe die Methode add, zähle hoch und rufe dann wieder die Implementierung meiner Oberklasse auf. Also sehr kurz geschrieben. Bei add all mache ich es genauso. Da zähle ich den Count dann um die Menge der Elemente, die hinzugefügt werden, hoch und rufe dann add all oben auf. Und ja, dann gibt es natürlich noch eine neue Methode, die die neue Funktionalität auch unterstützt. Soweit so gut. Sehen Sie ein Problem? Sieht erstmal plausibel aus, ne? Das ist das Problem bei der Vererbung. Wenn wir jetzt das mal testen und sagen, wir bauen eine neue Klasse, also wir machen einen Test für Instrumented Hashsets, nennen das, ja, machen das einfach mal in unserer Main-Methode, erzeugen ein neues Objekt, fügen dann neue Werte ein, Hund, Katze, Maus, also drei Elemente, geben dann mal aus, wie viel diese neue Klasse denn jetzt gezählt hat und bekommen 6, nicht 3. Also das könnten Sie jetzt nachimplementieren und Sie bekämen 6 und nicht 3. Warum? Was meinen Sie? Weil Sie nicht Komposition benutzt haben. Nein, aber ein bisschen konkreter wäre die Antwort jetzt hier, dass intern die Methode addAll beim Hashset wiederum add aufruft. Also addAll macht nicht nochmal neu die Funktionalität, Dinge hinzuzufügen, sondern iteriert einfach über die gegebene Collection und ruft auch nochmal die Methode add auf. Ich kann nochmal zurückgehen. Also das heißt, wenn ich addAll aufrufe, hier mit drei Elementen, springe ich hier rein, gehe dann zu super addAll, super addAll ruft add auf, dynamische Bindung kommt wieder bei dieser Methode an und ich zähle nochmal hoch. Also so zähle ich jedes Element dann eigentlich zweimal und bekomme auf 6 und nicht auf 3. Und was hat das mit Vererbung und Komposition zu tun? Naja, das zeigt, dass ich also, wenn ich sowas hier hinschreibe, verstanden haben muss, wie diese add-all-Methode der Superklasse implementiert ist. Und dass diese add-all-Methode der Superklasse eben wieder add aufruft und ich an der Stelle add selber wieder überschrieben habe. Also mich irgendwo eingehängt habe, wo ich eigentlich gar nicht wusste, dass ich eingehängt bin. So kann man sich das vorstellen oder formulieren. Wie würde das mit Komposition aussehen? Ist dann natürlich gleich die Frage. Da würde ich sagen, naja, ich erbe nicht von Hashsets, sondern ich beschreibe eine Klasse, die erstmal nur Set, das Interface, implementiert, das dann intern ein Set hat. Dann funktioniert das sogar auch ohne, nicht nur mit dem Hashset, sondern auch mit anderen Sets. Das macht es gleich noch ein bisschen allgemeiner. Habe intern ein Set, auf das ich referenziere, habe intern einen Count, so wie eben, und implementiere jetzt alle Methoden, die das Interface Set vorgibt, nach. Und da, wo es passt, delegiere ich die Aufrufe einfach an dieses interne Set
Objekt. Also wenn ich jetzt add aufrufe zum Beispiel, die Methode wird mir ja von der Schnittstelle vorgegeben, dann zähle ich meinen Count hoch und rufe dann meine interne Set-Implementierung darauf die Add-Methode auf. Bei AddAll ähnlich, wenn ich AddAll implementiere, zähle ich wieder meinen Counter entsprechend hoch um die Anzahl der Elemente und rufe dann von meinem internen Set die Methode AddAll auf. Und der Unterschied hier zu eben ist, dass jetzt hier, dadurch, dass ich ja keine Vererbung gemacht habe, dann hier intern auch tatsächlich die Add-Methode des alten Sets sozusagen aufgerufen wird und nicht die dynamische Bindung unerwartet dazwischen funkt sozusagen. Nachteil ist jedoch, ich muss nicht nur diese Methoden implementieren, sondern auch noch diese alle. Also ich muss hier in der, aber das ist tatsächlich jetzt auch schon die komplette Implementierung. Ich muss für alle Methoden, die mein Interface mir definiert und vielleicht die ich bei Hashset auch noch haben will, aber das eigentlich nicht, alle diese Methoden auch implementieren und dann immer delegieren an meine innere eigentliche Set-Implementierung. Also hier steht eigentlich überall das Gleiche drin, nämlich zum Beispiel bei der Methode Contains rufe ich intern nur Contains auf meinem internen Set auf. Das nennt man eben Delegation. Ich mache eigentlich selber nichts, sondern bekomme einen Aufruf Contains und gebe die Anfrage so direkt weiter an das interne Objekt. Das wird hier bei allen gleich gemacht, aber ich muss es eben einzeln hinschreiben. Genau, was gibt es hier zu beachten? Diese Klasse, die wir eben gesehen haben, implementiert jetzt sogar das Set-Interface, hatte ich gerade schon angedeutet. Das heißt, das funktioniert an der Stelle jetzt sogar nicht nur mit Hash-Sets, sondern mit beliebigen Set-Implementierungen. Das ist noch ein schöner Vorteil und ist dann sehr flexibel. Genau. Okay. Kommen wir zum dritten Prinzip. Und zwar das Prinzip, gegen Schnittstellen zu programmieren und nicht gegen Implementierungen. Also das heißt, wenn ich verschiedene Klassen in meinem Programm habe, die interagieren sollen, sollte ich mir für jede Klasse erstmal überlegen, was ist denn die Schnittstelle dieser Klasse, die diese nach außen geben will und sollte dann nicht in Klasse A, Klasse B, in Klasse A nicht direkte Referenzen und Erwähnungen von Klasse B haben, sondern mich in Klasse A nur auf das Interface von Klasse B, was ich auch zusätzlich definiere, beziehen, um besser austauschbar zu sein. Die Vorteile sind dann, dass man die Abhängigkeiten nicht hat. Ein Verwender einer Schnittstelle kennt die genaue Klasse des Objekts nicht. Und das bedeutet, ich kann es leichter austauschen, ich habe mehr Flexibilität. Ich muss Objektverbindungen auch nicht fest verdrahtet programmieren und kann so besser wiederverwenden und besser Änderungen machen. Nachteil ist, ich habe irgendwie mehr Komplexität, denn für jede Klasse, die ich schreibe, muss ich zusätzlich auch noch ein Interface schreiben. Also habe ich eigentlich doppelt so viele Dateien sozusagen in meinem Projekt liegen. Genau, Beispiel wäre, ich überlege mir, will eigentlich Fahrzeuge schreiben und überlege mir dafür ein Beispiel für irgendwas, was manövriert werden kann. Interface Maneuverable mit irgendwelchen Methoden, würde ich jetzt an der Stelle erstmal sagen. Kann dann mit Klienten, also mit Klassen, die Klassen, die sich dahinter verbergen, verwenden sollen, einfach immer nur auf dieses Interface zugreifen. Habe vielleicht am Anfang erstmal nur ein Auto implementiert als eine Klasse, die manövriert werden kann. Und kann dann aber im weiteren Verlauf der Evolution meines Programms dann vielleicht auch noch sagen, es gibt auch mehrere solche manövrierbaren Dinge, nämlich auch Boote und U-Boote. Vielleicht will ich die auf einem Plan rumfahren lassen oder sowas. Und muss, wenn ich dieses interface-orientierte Programmieren gemacht habe, die Klientenklassen gar nicht ändern, wenn ich anfange, zusätzlich zu Autos auch noch Boote und U-Boote hinzuzufügen. Genau, eine Methode ist vielleicht dann auch klar, die in einer anderen Klasse dann Verkehrsmittel steuern soll, muss also nicht wissen, ist das jetzt ein Auto, ein Boot oder ein U-Boot, sondern bezieht sich einfach nur auf dieses Interface und ist von daher dann flexibler. Das war jetzt ein bisschen schnell, aber Sie können es ja auch nochmal nachlesen. Wie gesagt, von diesen Solid-Prinzipien würden wir uns eins anschauen, das Open-Close-Principle. Und das klingt im ersten Moment ein bisschen widersprüchlich, das müssen Sie sich vielleicht nochmal in Ruhe durchlesen. Softwarekomponenten sollen oder Klassen sollen offen für Erweiterungen sein, aber geschlossen für Änderungen. Was heißt das? Das heißt, man soll schon einerseits Programmmodule schreiben, die nicht mehr geändert werden müssen. Also man sollte denen irgendwelche Module, Komponenten, also oftmals größere Codeeinheiten, nur einmal schreiben müssen und dann später nicht nochmal anfassen müssen, um eben zu vermeiden, dass man später dann irgendwelche Fehler einbaut und das Ganze so aufbauen, dass man zur Erweiterung immer nur neuen Code hinzufügen muss und nicht alten Code ändern muss. Das bedeutet eben das
eine, dass ich einerseits offen für Erweiterung bin, also natürlich mein Programm weiterentwickeln kann, das aber eben nicht tue, indem ich alten Code ändere, sondern das nur tue, indem ich neuen Code hinzufüge in separaten Klassen zum Beispiel. Und das bedeutet dieses offen für Erweiterung. Ich kann natürlich erweitern, aber nicht, indem ich den Code eines Moduls tatsächlich ändere. Was wäre da ein Beispiel? Hier hätten wir so eine Methode Total Price, die irgendwie die von irgendwelchen Teilen, die ich verkaufen möchte, den Gesamtpreis zusammenrechnet und dafür über ein Array von Parts, also solche Teile, die ich verkaufen möchte, drüber iteriert und aufsummiert. Das ist jetzt noch einfach. Wenn ich jetzt bei Part, also wir nehmen mal an, Part wäre ein Interface, dann könnte ich verschiedene Teile neu hinzufügen, also neue Produkte, die ich zum Beispiel verkaufen will, ohne dass ich diese Methode Total Price hier ändern muss. Also da kann ich hinzufügen, erweitern, ohne tatsächlich Änderungen machen zu müssen. Wenn ich jetzt eine Situation habe, wo ich einen besonderen Preis für bestimmte Teile berechnen möchte, weil zum Beispiel irgendwie eine Extrasteuer auf Motherboards und Speicher erhoben werden soll, wie auch immer, ist die Frage, wie könnte ich das implementieren? Könnte ich jetzt einerseits sagen, na, ich mache das in dieser Total-Price-Methode und überprüfe zwischendurch, ob hier mit Instance-of, ob diese Arten von Parts, die dieser Extrasteuer unterliegen, hier jetzt gerade dabei sind und wenn ja, tue ich 20% oder 10% draufschlagen. So könnte ich es machen, das wäre aber eine Implementierung, die diesem Open-Close-Principle widersprechen würde, denn wenn ich hier später Änderungen mache in zum Beispiel in den verfügbaren Typen oder in der Frage, welche Typen sollen denn jetzt extra besteuert werden, vielleicht kommt noch CPUs oder so als Produkt hinzu, dann müsste ich auch diese Methode ändern. Besser wäre es also, hier zu sagen, diese Frage nach dem zusätzlichen Besteuern von Produkten lagere ich nochmal in was Eigenes aus. Und in dem Fall könnte man hier eine Extraklasse Price Policy machen, die diese Entscheidung trifft, wo muss denn jetzt noch was draufgeschlagen werden und könnte dann diese GetTotal-Methode unverändert lassen. Also zum einen in dem Moment nicht ändern und auch später dann weniger selten oder seltener ändern müssen. Genau, das waren OO-Design-Prinzipien. Wie gesagt, Solid steht für mehr als nur Open Close Principle, was wir jetzt gerade besprochen haben. Einfach, dass Sie die Begriffe mal gesehen haben. S steht für Single Responsibility Principle, dass jede Klasse nur eine Verantwortlichkeit haben sollte. L steht für das Liskovske Ersetzungsprinzip oder Substitution Principle, dass jede Instanz einer abgeleiteten Klasse sich so verhalten sollte, dass jemand, der meint, ein Objekt der Basisklasse, also der Oberklasse vor sich zu haben, nicht durch unerwünschtes Verhalten überrascht wird. In unserem Mammal-Beispiel, wenn ich davon ausgehe, mit einem Mammal zu arbeiten, dann sollte mich eine Unterklasse Hund, sollte nichts anderes tun, als was nicht auch zu einem Säugetier passt. Es gibt das Interface Segregation Principle. Man sollte Interfaces möglichst klein halten und keine überflüssigen Methoden implementieren. Und es gibt auch noch das Dependency Inversion Principle, ein bisschen komplizierter zu erklären. Gut, nun habe ich eigentlich noch ein paar Folien zum Schnittstellenentwurf. Nur noch 3 Minuten. Aber einen Überblick kann ich, glaube ich, schon geben, ohne vielleicht in die Details reinzugehen. Wir haben ja gerade schon gesehen, das Prinzip, gegen Schnittstellen zu implementieren, nicht gegen Implementierung. Und das funktioniert nur gut, wenn die Schnittstellen selber auch sauber formuliert sind. Also gute Schnittstellen sind entsprechend ein erster Schritt zu hochwertigen Klassen. Und was heißt gute Schnittstellen? Das sind eigentlich hier schon die 3 wichtigen Eigenschaften. Im Weiteren werden die dann nochmal ein bisschen ausführlicher formuliert. Gute Schnittstellen verbergen Implementierungsdetails. Gute Schnittstellen besitzen ein konsistentes Abstraktionsniveau und nicht mal was sehr Abstraktes und was sehr Konkretes. Und auch ein für das Problem angemessenes Abstraktionsniveau. Erste können wir uns zumindest noch anschauen. Was heißt das interne? Verbergen Implementierungsdetails. Das bedeutet, dass eine Schnittstelle die interne Repräsentation der späteren Implementierung nicht widerspiegeln sollte, nehme ich mal gleich schon mal vorweg. Ich sollte also in meiner Schnittstelle nicht eine solche Methode haben, wo schon drin steht Liste von Customer. Also meine Schnittstelle soll keine Methode add Customers mit einer Liste von Customern
enthalten, außer wenn das fachlich vielleicht total Sinn macht und nur so geht. Aber im Allgemeinen, ich mal direkt eins weiter, macht es oftmals Sinn, die generellste, möglichst abstrakte Superklasse hier zu verwenden, also an der Stelle Collection, wenn es nur ums Hinzufügen geht, um dann nachher in der Implementierung die Freiheit zu haben, vielleicht erst am Anfang eine Liste zu verwenden, aber später vielleicht auch mal was anderes zu verwenden. Ein weiteres Prinzip hier an der Stelle kennen Sie schon, Trennung von Befehl und Anfrage. Eine Methode sollte entweder, also Methode bei einer Schnittstelle, entweder den Objektzustand zurückliefern oder den Objektzustand ändern, aber nicht beides gleichzeitig, weil dann alles ja besser vorhersehbar wird und insbesondere mehrfaches hintereinander Ausführen einer Methode dasselbe Ergebnis liefert. Die nächste Folie kennen Sie auch schon, aber wie gesagt, ist das in dem Foliensatz jetzt auch nochmal zusammengetragen, dass Sie alles an einer Stelle haben. Also das Iteratormuster in Java und C-Sharp entspricht eben nicht diesem Befehl und Anfrage. Man könnte sich einen neueren Iterator überlegen, kennen Sie auch schon die Folie, aber hat auch seine Probleme. Okay, jetzt hätten wir noch weitere Prinzipien. Ich gehe mal eben vielleicht in die Übersicht. Dann beim nächsten Mal, denke ich mal, noch kurz besprechen können. Es sind eigentlich nicht mehr viele, aber ich will sie jetzt auch keine 5 Minuten länger halten. Also genau, wir haben jetzt schon uns die verschiedenen Designprinzipien angeschaut, die allgemeinen, und sind jetzt nur beim Schnittstellenentwurf noch nicht durch ganz alle Prinzipien durchgegangen. Aber bedenken Sie dies bitte sowohl, wenn Sie die Abschlussaufgaben bearbeiten, als auch in Ihrer späteren Programmiererkarriere, um Ihre Kollegen nicht zu ärgern, um keine nicht so viele Fehler zu bekommen und um einfach gute Software zu schreiben. Okay, dann bis nächste Woche. Achso, Organisatorisches wollte ich noch sagen. Haha, wir haben jetzt ja Übungsaufgaben schon fleißig alle bearbeitet. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass die Abschlussaufgaben ja noch kommen und dass die Bearbeitungszeit für die Abschlussaufgaben am 9. Februar startet und die sich ab dem 10. Februar dann auch anmelden können bis zum 22. Februar. Also einfach nur, dass Sie da auf dem Laufenden bleiben, auch immer noch mal auf die Webseite gucken und diese Termine natürlich nicht verpassen, das wäre ärgerlich. Okay, also bis nächste Woche.